willkommen auf meinem Kanal. Ich war einkaufen bei DM gewesen, Kleinigkeiten gekauft und wir legen gleich mal los. Ich habe hier einmal von Denk mit den Spezialsalz für den Geschirrspüler mitgenommen. Hier sind 2 Kilo drinne und der hat nur 70 Cent gekostet. Genau, für den Geschirrspüler zum Reinigen. Braucht er ja immer mal wieder. Genau. Dann haben wir etwas von Denkmit Weichspüler mitgenommen. Der hier. Der hat 95 Cent gekostet. Hier ist himmlischer Frische. Drinnen mit natürlichen Ölen. Hier sind 1 Liter drinnen. Wir schnuppern mal. Riecht auch richtig gut. Also es riecht wie die Bärenmarke von den Weichspüler. Da gibt es ja hier diese Beeren drauf und der riecht genauso ähnlich so ein bisschen, aber auch blumlich. Ja, genau, 95 Cent. Dann habe ich noch etwas von Denk mitgenommen, Weichspüler, sanft, frische. Hier sind auch wieder 1 Liter drin für 40 Waschlotion, also für 40 Wäsche, also hier kann man mit 40 mal waschen damit hineinmachen. In den für weiche Wäsche 25 ml, für extra weiche Wäsche 40 ml und Handwäsche für 10 Liter Wasser 20 ml. Maschinenbeladung mit 4 bis 5 Kilo Trockenwäsche. Wichtig zu beachten, aus Umweltfreunden nicht mehr dosieren als empfohlen. Okay. Direkt in das Weichspülfach der Waschmaschine geben, direkt Kontakt mit Textilien vermeiden, vor Frost und Hitze schützen, aufrecht transportieren und lagern. Hier steht das nochmal mit drauf, wie viel man benutzen soll für jede Wäsche. Genau, ist auch manchmal auch sehr wichtig, dass man auch weiß, das ist auch vegan. Und das hat auch 95 Cent gekostet. Das wollte ich einfach mal ausprobieren bei DM. Riecht auch richtig gut. Genau. Wollen wir einfach mal ausprobieren. Dann habe ich etwas zu trinken mitgenommen von Ivorel mit Bio-Apfelextrakt feinperlig 100% ohne Zucker. Hier, so sieht das aus. Mit Pfand drauf. Hier sind 50 ml drin. Ne, 500 ml. Genau. Und ja, Geschmack. Ja, man merkt, dass kein Zucker drin ist, aber es ist ein kleines bisschen mehr Apfel kann man schmecken. Und Apfel schmeckt man ja ganz, ganz wenig nur raus. Mehr das Wasser schmeckt man raus. Aber naja, kann man trotzdem trinken. Das hat jetzt 60 Cent gekostet und 25 Cent Pfand. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Bonbons, zuckerfrei, Mifolis, Halsbonbons, Original Schweizer Salbeinbons mit dem wertvollen Extrakt der Salbeinpflanze. Hier sind 125 Gramm drin, so sieht das aus, ohne Zucker steht hier drauf. Ist auch richtig gut und schmecken auch wirklich sehr, sehr lecker. Hier steht auch gluten- und laktosefrei. Kann bei übermäßigen Verzehren abführend wirken. Okay, man sollte dafür nicht zu viel benutzen. Gut, dass man das weiß. Es soll vegan sein. Ja, wird ausgetestet, ob das gleich schmeckt wie bei Rossmann. Und ja, wollen wir einfach mal probieren, ob DM und Rossmann das gleich schmeckt oder unterschiedlich schmeckt. Wollen wir einfach mal testen.
So, das hat jetzt 95 Cent gekostet. Genau, dann haben wir hier noch von Mifolis Nahrungsergänzungsmittel Multivitamine für Kinder. 20 leckere Bärchen zum Lutschen und Kauen. Zuckerfrei. Die sehen so hier aus. Die hatte ich auch von Rossmann einmal mit schon mitgenommen. Und jetzt mal von DM. Hier sind 14 Gramm drin, 20 Stück sind drin und 75 Cent kosten die. Was ich auch so schön finde, hinter diesem Teddy sieht man das, da sind Farben drin. Hinter. Die waren nämlich bei Rossmann nämlich nicht gewesen. Das finde ich richtig schön. So wie lila, rosa, grün, blau, orange, hellgrün, dunkelgrün. Ja, das finde ich richtig schön. Man sollte immer nur 2 bis 3 benutzen nur. Also wir machen immer früh, Mittag, Abend. Man sollte auch nicht zu viel geben, sonst kann das ein bisschen nicht gut sein. Für den kommt das hinten nämlich wieder raus. Genau. Dann haben wir etwas noch von Balea Urea Tagescreme gekauft. Intensive Feuchtigkeit mit 5% Urea vermindert. Spannungsgefühl für sehr trockene Haut. Das ist jetzt nicht für mich, das ist für meine Mama. Die wollte das gerne wieder haben. Das habe ich ihr mal zum Testen gegeben, weil ich habe ja keine sehr trockene Haut, sondern nur eine normale Haut. Und die ist mir leider ein bisschen zu fettig dafür. Ich hatte dafür mal diese, wie heißt die, mit Aloe Vera drin gehabt, die normale von Balea. Die war auch richtig gut gewesen, also die nehme ich immer soweit. Hier sind 50 Milliliter drin und die ist vegan. Genau, ich zeige es euch mal von innen, wie die aussieht, die Tube. Die sieht so aus. Genau, macht man hier den Deckel auf und dann holt man das raus und dann kann man das schön im Gesicht verteilen. Und die hat wie viel gekostet? 2,45 Euro hat die gekostet. So, genau. Jetzt kommen wir zu einem letzten Produkt, das ist von Ebelin Massiv. Wattepads, 100% Baumwolle, weich und fluffig, fusselfrei. 50 Stück sind hier drin. Das sieht so hier aus. Das sind hier die größeren, weil ich finde die größeren ein bisschen besser zum Abschminken als die kleinen. Also die kleinen sind irgendwie, muss man immer 2 benutzen, bevor man richtig sie abgeschminkt hat. Und deswegen hatte ich jetzt mal die großen mitgenommen. Da kann man sich, glaube ich, viel leichter damit abschminken. Entschuldigung, im Hintergrund, mein Freund ist noch krank. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Und ja, die wollte ich mal gerne ausprobieren. Die sahen auch richtig schön aus mit dem Design hier vorne. Und die haben 85 Cent gekostet. Genau. Genau, das war jetzt der kleine Einkauf von DM gewesen. Bezahlt habe ich insgesamt 8,45 Euro. Und dann habe ich noch die 10% Rabatt gehabt. Die sind ja jetzt ganze Zeit in DM vom 1. bis zum 31.01. Die 10% Rabatt. Genau, und danach sind die ja wieder weg. Und dann habe ich mit den 10% gespart, 82 Cent. Und bezahlt habe ich dann 7,63 Euro. Genau, dann hat man noch ein bisschen gespart. Das finde ich immer gut. Und die 10% gehen ja nur bis Ende Dezember. Ende Januar, Entschuldigung. Genau. Und danach gehen die 10% ja nicht. Die muss man dann die App runterladen und dann mit der Payback-Punkte zusammen verbinden. Und dann kann man die 10% benutzen. Wenn man die nicht mit der Payback-App nicht zusammen macht, dann geht das nicht, die 10%. Die muss man nur zusammen verbinden mit denen und dann geht das an der Kasse. Genau. Ich hätte nämlich auch gewundert, warum die bei der normalen PayPal bei DM-App nicht mit drin sind, aber in der PayPal-App, wo man ja die Karte hat, wo man da Punkte sammeln kann, aber die 10% drin sind. Da wurde mir gesagt, dass ich die Punkte, diese PayPal-Punkte in der App und diese DM-App zusammen machen kann. Und dass man dann die benutzen kann zusammen. Genau.
Ich wollte euch nochmal einen kleinen Tipp dafür geben. Wenn ihr euch das nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Genau, ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sage Tschüss.